Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Themenspiegel, dem GVB-Nachrichtenmagazin. Hier bekommen Sie spannende Einblicke in die bunte Welt der Genossenschaften, erfahren Neues von den bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken und lernen die Unternehmensform EG kennen. Das sind unsere Themen. Schweißtreibender Selbstversuch. Profilredakteur Florian Christner hilft bei der Weinlese der Winzergenossenschaft Escherndorf. Durchwachsene Bilanz. Kellermeister Felix Reich von der Divino Nordheim-Tüngersheim EG spricht über die Weinlese 2022. Netzwerken. Auf der Frauenkarrieremesse Her Career zeigen Mitarbeiterinnen des GVB, wieso es sich für Frauen lohnt, sich beim Verband zu bewerben. Und am Ende der Sendung erhalten Sie weitere wichtige Kurzmeldungen in unserem Newsblog. Starten wir mit unserem ersten Thema. Gemütlich abends ein Glas Wein auf der Terrasse trinken und den Alltag vergessen. Das hört sich romantisch an. Doch nur die wenigsten wissen, wie viel Arbeit hinter diesem Gläschen steckt. Diese Erfahrung hat Profilredakteur Florian Christner gemacht, als er die Winzergenossenschaft Escherndorf für einen Tag mit begleitet hat. Noch verstecken sich die Weinberge des Escherndorfer Lumps im dichten Nebel. Die Weinlese steht an. Für Maschinen ist es hier zu steil. Deshalb wird von Hand gelesen. Winzer Michael Sauer bewirtschaftet dort einen Teil seiner Rebflächen. Der genossenschaftliche Wein hat in seiner Familie Tradition. Genossenschaftswesen war bei mir in der Familie schon seit ewiger Zeit. Opa, Vater waren in der Genossenschaft tätig, auch Mitglied. Und da war für mich außer Frage, diesen Weg einfach weiterzugehen. Ich bin im Boxbowl Escherndorf als Vorstand tätig. Wir sind eine selbstständige Genossenschaft und sind aber vollständig Mitglied im Divino Nordheim. Mit Schüsseln und Scheren geht es ans Werk. Drei Weinberge sollen gelesen werden. Gearbeitet wird immer von oben nach unten. Wenn die Wanne voll ist, gleitet der Traubenschlitten die 35 Grad Hangneigung nach oben. Dort wird sie in den Hänger ausgeleert, ehe es zurück in den Weinberg geht. Schritt für Schritt und Schnitt für Schnitt geht es nach unten. Nach der Lese geht es nach Nordheim auf den Hof der Winzergenossenschaft Divino. Dort verschwinden die Trauben in der Kältestation. Die Helfer haben an diesem Tag gut einen halben Hektar Rebfläche gelesen. 2,1 Tonnen Trauben sind es geworden. Der Zuckergehalt der Silvaner Trauben verspricht mit 92 Grad Öxle Premium-Qualität und hinterlässt einen zufriedenen Winzer. Ich bin einfach sehr zufrieden mit dem Lesegut und habe es übergeben an die Divino Nordheim, an den Kellermeister Felix Reich. Und er zaubert dann einen schönen 2022er Escherndorfer Lump Silvaner Spätlese. Und den verkostet man dann eigentlich in einem Jahr. Spätestens nächstes Jahr um die Zeit ist er dann auf dem Boxbeutel und dann kann man ihn beim Boxbeutel auf Escherndorf verkostigen und erwerben. Welche Erfahrungen Profilredakteur Florian Christner noch bei der Weinlese gemacht hat, lesen Sie in seiner Reportage für die aktuelle Profilausgabe. Franken gehört zu den trockensten Regionen Deutschlands. Das wirkt sich auch auf den Wein aus. Besonders in diesem Jahr hat das Wetter den Winzern zu schaffen gemacht. Kellermeister Felix Reich von der Divino Nordheim-Tüngersheim EG berichtet im Interview, wie die Ernte gelaufen ist und wieso die Winzergenossenschaft mit einem blauen Auge davon kam. Wir sind gut dabei, wir haben früh angefangen, Gott sei Dank muss man jetzt sagen, weil wenn man jetzt die letzten Tage das Wetter sieht und die Unbeständigkeit vor allem des Wetters, war es gut, dass wir frühzeitig dran waren, weil jetzt die Lese so langsam in die heiße Phase kommt. Also das heißt, aus allen Rohren schießen und Gas geben, weil natürlich jetzt durch die Regenereignisse auch irgendwann mal die Qualität des Leiden anfängt. Bisher sind wir mit der Qualität sehr gut zufrieden. Auch mengenmäßig sind wir, würde sagen, leicht unterdurchschnittlich, aber die, wenn man den Jahresverlauf und die Witterung in dem Jahr betrachtet, denke ich, mit einem blauen Auge davon gekommen. Also es ist erstaunlich, was da die Rebe leisten kann, gerade die älteren Reben. Die jungen Reben haben natürlich extrem gelitten und mussten bewässert werden, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sind wir gut dabei und können uns doch glücklich schätzen über das, was wir heute einfahren.
Mehr Infos zur Bilanz der Fränkischen Winzergenossenschaften lesen Sie in unserer aktuellen Ausgabe von Profil. Frauen vernetzen untereinander und mit Arbeitgebern. Das ist das Ziel der Frauenkarrieremesse Her Career. Auch Mitarbeiterinnen des GVB waren dabei und kamen mit Frauen ins Gespräch, die sich für den GVB als Arbeitgeber und die Unternehmensform Genossenschaften interessierten. Am 6. und 7. Oktober 2022 fand in München die Fachmesse Her Career statt. Die Messe befasst sich mit allen Aspekten der weiblichen Karriere. Von Chancen und Herausforderungen über Weiterbildungsmöglichkeiten, Vereinbarkeit von Job und Familie sowie Gründung und Unternehmertum. Die Unternehmensform Genossenschaft kann dabei eine besondere Rolle spielen. Gerade Start-up-Unternehmen können sich am Anfang nicht alleine halten oder man gründet sie ja in der Regel nicht alleine. Und wie kann man das besser als in einer gemeinschaftlichen Organisation? Und da ist ja die Genossenschaft die perfekte Möglichkeit dafür. Auch der Netzwerkgedanke kam bei der Messe nicht zu kurz. Der GVB präsentierte sich als moderner Arbeitgeber, der besonders Frauen bei ihrer Karriere unterstützt. Zum einen, weil wir ganz viele unterschiedliche Berufsgruppen repräsentieren und auch gerade viele Frauen in unterschiedlichen Bereichen haben, mit unterschiedlichem Bildungshintergrund. Und zum anderen, weil wir super Bedingungen haben, was die Work-Life-Balance angeht, auch Kinderbetreuung, verschiedene Arbeitszeitmodelle. Also ich glaube, da sind wir echt schon richtig gut unterwegs. Sie wollen wissen, wie Sie beim GVB durchstarten können? Dann besuchen Sie uns unter www.gv-bayern.de/karriere und checken unsere Stellenbörse. Ist etwas Passendes für Sie dabei? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung. Kommen wir zu weiteren wichtigen Meldungen. Achtung, GVB-Mitglieder, save the date. Am 7. und 8. Juli 2023 finden die zweiten Geno-Sommerspiele statt. Dieses Mal in Neu-Ulm. Die Teilnehmenden erwartet Sommer, Sonne, Spaß und Spiel. Erste Infos finden Sie unter www.geno-sommerspiele.de. Die Energiepreise explodieren. Das ist ein Grund, wieso immer mehr Bürgerinnen und Bürger Energiegenossenschaften gründen. Das zeigt die Mitgliederstatistik des GVB für das laufende Jahr. Vor allem Nahwärmegenossenschaften boomen. Hauptmotiv der Genossenschaftsgründerinnen und Gründer ist, unabhängiger von der Lieferung fossiler Energien aus anderen Staaten zu werden. Haben Sie auch Interesse, eine Energiegenossenschaft zu gründen? Dann melden Sie sich bei unserem GVB-Gründungsteam unter www.gv-bayern.de/genossenschaft-gründen. Bereit für den Sprung in die Berufswelt? Wir sind Ihr Sprungbrett in eine sichere Zukunft. Für September 2023 bieten wir Ausbildungsplätze zur Kauffrau bzw. zum Kaufmann für Büromanagement. Wir bieten eine abwechslungsreiche und praxisorientierte Ausbildung, bei der Sie sich entwickeln können. On top gibt es eine attraktive Ausbildungsvergütung, flexible Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub. Na, Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich unter www.gv-bayern.de/karriere. Das war's für heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Dabeisein und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinschauen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und bis bald.